weiß nicht, welche Drogen wir uns da halt eingeworfen haben. Aber wir sind immer nur so gut gelaunt wie bei Kilometer 10. Noch nie in meinem ganzen Leben bin ich so weit mit dem Rad gefahren. Will ich nur mal anmerken. Erster Tag. Und wir sind vorbei. Wir sind sofort wieder verliebt ins Radreisen. Ja, es ist wirklich, es ist uns echt abgegangen. Das haben wir heute so richtig gemerkt. Ich meine, wir sind aus Bangkok rausgefahren, was ja eigentlich eine Riesenstadt ist. Aber es ist wirklich gut gegangen. Es war halb so wild eigentlich alles. Und ja, hat uns richtig Spaß gemacht heute wieder. Und jetzt hat die Angie dann neben der Straße einen Tempel entdeckt, also gesehen. Da sind wir jetzt zurückgefahren. Und dann hat uns gleich jemand aufgabelt mit einem Moped, hat uns jetzt von einem Ort zum nächsten, also diese Riesenanlage, muss man sagen, hat uns von einem Ort zum nächsten gebracht. Und im Endeffekt sind wir jetzt beim, glaube ich, obersten von der Tempelanlage gelandet. Und der, da haben wir reingehen müssen, der ist irgendwie auf so einem Podest gesessen, dann haben wir uns vor ihm verbeugen müssen. Und der ich glaub, Mann. Wir haben das ganz falsch gemacht. Ja, kann sein. Aber der Mann, der was uns da hingeführt hat, der hat eben ihm dann gefragt, ob wir da schlafen dürfen und so. Und jetzt haben wir das okay vom Obersten gekriegt. Jetzt haben wir da unser Zelt aufgestellt. Und genießen da eine wunderbare Ruhe. Wir haben da hinten eine Dusche und ein Klo. Ja. Wirklich der Wahnsinn. Also unglaublicher Start. Ja, besser hätten wir es uns nicht wünschen können. Endlich sitzen wir wieder auf den Rädern. Fast 2 Monate hat es gedauert, bis wir uns von unserem schweren Autounfall in Laos erholt haben. Auch unsere Fahrräder konnten wir wieder fahrbar machen. Seit 18 Monaten sind wir nun am Weg von Österreich nach Neuseeland und sind endlich in Thailand angekommen. Gestartet wird in Thailands Hauptstadt Bangkok. Unsere Route führt uns Richtung Süden entlang der Ostküste bis an die malaysische Grenze. Thailand macht uns den Wiedereinstieg richtig einfach. Die erste gebrochene Speiche lässt zwar nicht lange auf sich warten, aber uns bringt so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Reini ist mittlerweile sowieso Profi im Speichenwechsel. Und wenn wir etwas auf unserer Reise gelernt haben, dann ist es, Lösungen für jedes Problem zu finden. Reinis qualvolle Methode, die Speichen einzubauen. Es geht super schnell. Wir haben jetzt nicht einmal eine Viertelstunde gebraucht. Oder er hat nicht einmal eine Viertelstunde gebraucht. Wir sind schon wieder unterwegs. Das heißt, wir kommen hoffentlich nur vor, falls es finster ist, bei unserem versteckten Strandabschnitt an, wo wir heute unser Zelt aufschlagen wollen. Vor einem Jahr hat uns jemand über unseren Blog geschrieben, dass sie in Bratchur Kirikan leben und uns einladen, wenn wir da sind. Und jetzt sind wir da. Und jetzt warten wir, dass sie uns abholen. Wir freuen uns voll, so nett. Voll. Ja. Und sind schon gespannt, was uns erwartet. Bonnie und Woga haben schon das Bier kühl gestellt und tischen ordentlich auf. Beste vegetarische thailändische Küche. Wir sind in Bier, Essen und in unsere Gastgeber Schock verliebt. Die kleinen Brillenlanguren sind dann noch die Zugabe. Hi.
Nachdem wir zwei richtig gute Tage zusammen verbracht haben, begleiten sie uns noch ein Stück Richtung Süden. Wir fahren durch zahlreiche Kokosnussplantagen und können die Ernte beobachten. Als uns am Vorabend Bonnie und Woga beim zweiten Bier erzählt haben, dass manche Bauern Affen besitzen, die ihnen die Kokosnüsse vom Baum holen, haben wir ihnen ja nicht ganz geglaubt. Heute staunen wir nicht schlecht, als wir genau das live beobachten. Die schwüle Hitze in Thailand ist, sagen wir, schweißtreibend. Die kurzen, starken Regengüsse bringen zwar schnelle Abkühlung, aber danach ist das Dampfbad perfekt. Die Luftfeuchtigkeit steigt durch den Regen auf 100% und die Schweißperlen im Gesicht werden immer größer. Nach dem Regenguss fahren wir weiter Richtung Süden, immer entlang des Meeres. Leider müssen wir auch in Thailand feststellen, was wir in so vielen Ländern bereits gesehen haben. Das ist ein Wahnsinn, der Dreck da. Also in der Gegend, wo wir jetzt gerade sind, ist uns gesagt worden, dass täglich die Müllabfuhr fährt und der Dreck abholt. Und dann sowas. Also da, es gibt wirklich so viele Leute in Thailand, die haben einfach kein Bewusstsein dafür, wo sie einen Müll hinhauen, was wieder entsorgt wird. Das ist echt arg. Da unten ist ein Händel, die frisst gerade Styropor. Ja, unverständlich. Kilometer lang. Weißer Sandstrand. Kamen bei dem Breit, aber Müll so viel, dass es richtig ja, ungemütlich ist da. Dass man sich da eigentlich bald aufhalten will. Das ist unfassbar. Sieht man bis da hinten. Da ist nichts. Da wohnen ein paar Fischer. Also, da sieht man mal, was alles aus dem Meer angespült kommt. Und natürlich auch, was da hergeschmissen wird. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Das ist echt traurig, weil ich gehe einfach von da bis darüber. So praktisch, in Thailand gibt es immer diese Wasserspender, da kann man einfach ein Bad reinhauen, das sind ungefähr 3 Cent, dann kriegt man 1 Liter Wasser raus und ja, da braucht man so gut wie nie Wasserflaschen kaufen. Jetzt probieren wir das gleich mal aus. Seit mehreren Wochen sind nicht nur wir beide in Thailand. Auch meine Eltern machen gerade hier Urlaub. Diese Woche begleiten sie uns mit einem Mietauto. Wir haben also nicht nur unsere Familie hier, sondern obendrein einen ganz privaten Gepäcktransport. Daran könnten wir uns doch glatt gewöhnen. Mit so wenig Gepäck bleibt uns noch mehr Energie übrig, unsere Umgebung zu erkunden. So kommen wir durch Thailands berühmte Kautschukplantagen. Thailand gehört zu den größten Kautschukproduzenten weltweit und ist für große Teile der Bevölkerung die Haupteinnahmequelle. Hast du gewusst, dass deine Yogamatte oder deine Autoreifen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dieser klebrigen Masse hergestellt wurden? Heute nehmen wir euch mit auf unsere längsten Tagesetappe. In Thailand. Am Ende des Tages sollten 130 Kilometer am Tacho stehen. Das Ganze müssen wir aber zugeben, findet unter sehr einfachen Bedingungen statt. Genau, ja. Weil, wie ihr gleich sehen werdet, wir haben kein Gepäck dabei und es sind
keine Höhenmeter. Es ist einfach nur ein Brettleben. Perfekte Straßen. Aber das Einzige, was ist, ein leichter Gegenwind. Aber wir wollen nicht jammern. Also beginnen wir mal mit heute um 5.30 Uhr. 5.50 Uhr und wir sitzen auf den Rädern. Die Sachen sind gut verstaut im Auto von Rhein ins Attern. Wir fahren 130 Kilometer heute, übernachten irgendwo und fahren dann am nächsten Tag nur mal die letzten 60, 70 Kilometer bis Sattun. Da treffen wir dann Rhein ins Attern wieder und dann ist Thailand auch schon wieder vorbei. Da werden wir dann mit der Fähre nach Langkawi auf einer malaysischen Insel fahren. 20, 30, 40, 50, 60, 70 Kilometer. Es ist 10:30 am Vormittag. Der Gegenwind frischt auf. Aber wir sind noch nicht am Verzagen, ganz im Gegenteil. Es läuft nur. 80 Kilometer! Wir haben jetzt das Meer verlassen, sind jetzt rechts abgebogen und jetzt haben wir schon seitlichen Rückenwind. Auf jeden Fall fahren wir jetzt auf einmal 2 km/h schneller. Super ist das. Das macht richtig Spaß. 90 Kilometer. Hunger. Also heute sind wir da oben bei Hua Sai gestartet, sind die ganze Zeit jetzt am Meer entlang gefahren. Und jetzt geht jetzt die Strecken, also bis daher irgendwo, das ist unser Plan, den wir bis jetzt haben. Aber wir sind sehr motiviert und vielleicht schauen wir mal, vielleicht fahren wir ein bisschen weiter und fahren heute noch bis daher. Das Ganze überqueren. Bis nach Sattun, ja. Von da sind wir jetzt, da so rüber. Aber es war eine coole Challenge, dann hätten wir 195. 110 Kilometer! Ich weiß nicht, welche Drogen wir uns da halt eingeworfen haben. Aber wir sind immer nur so gut gelaunt wie bei Kilometer 10. Besonders ich, der Rhein ist bei solchen Sachen ja immer gut gelaunt. Hallo. Thank you. Traum, ja. Das heißt aber auch, wenn man schnell fährt, ist quasi windstill. Da ist ja die Hitze dann nur einmal viel ärger. 120, 130, 140, 150, 170, 180 Kilometer. Wir haben noch 40 Kilometer bis zum Hostel. Die letzten Sonnenstrahlen haben wir jetzt auch noch. Vielleicht schaffen wir es noch vor der Dunkelheit. Können sie genau ausgehen. Und ja, ich traue es mir fast gar nicht sagen, aber wir fühlen uns immer noch gut. Da haben wir schon weitaus anstrengendere Tage hinter uns. Halt, läuft einfach. Es läuft einfach gut, es passt alles zusammen. Und dann kann man auch mal ein bisschen mehr fahren, wenn es so gut ist. Bin ich so weit im Rad gefahren, will ich nur mal anmerken. Schon ziemlich cool. Und jetzt haben es nur mehr 3 oder 4 Kilometer und dann sind wir schon da. 194 Kilometer. Die letzten Kilometer in Thailand. Wir sind jetzt in Sattun und fahren an die Fähre. Mit der geht es nach Langkawi, eine malaysische Insel. Hat uns richtig taugt.
Große Reiseempfehlung von Thailand, große Radreiseempfehlung in Thailand. Wer es gern komfortabel und einfach hat. Ja, wir verabschieden uns damit von Thailand.